Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man 2. So, wir versuchen mal zur Brooklyn Visions zu kommen. Ich möchte gerne diese Nebenquest machen, die scheint recht interessant zu sein. Aber hier ist erstmal noch eine Kiste. Ich frage mich, ob wir die Kisten... Muss jemand lernen, seine gestohlene Technik zu verstecken. ...irgendwann angezeigt bekommen. Und ob ich alle Kisten finden muss für die Platin. Das wäre echt... schieß. Das wäre viel. Okay, da unten ist ein Verbrechen. Mich nervt es immer noch, dass ich nicht angezeigt bin. Diese Schurken treiben die Leute in die Enge. Ich komme! Weißt du, letztes Mal habe ich mir bei sowas den Rücken verhängt. Moment. Wir beenden das! Okay, erleide keinen Schaden. Huhuhu. Na dann. Der stillt uns! Habe ich Schaden gemacht? Das war's für dich, Spider-Man! Oh, oh, ich habe Schaden gemacht. Ja, jetzt habe ich Schaden gemacht. Shit. Ach, Mann, wegen dir. Mann. Shittenkram. Okay, das waren alle. Hoffentlich geht's allen gut. Vielleicht kriege ich ja beim zweiten Mal angezeigt, was ich machen muss vorher. Ma'am, geht's Ihnen gut? Brauchen Sie Hilfe? Müssen Sie das verarbeiten? Soll ich Sie irgendwo hinbringen? Ich glaube, der geht's nicht gut. Kamen die jetzt gerade hier über die Mauer geklettert? What the fuck? Okay, ich frag nicht weiter nach. Mm-mm. Alles gut. Ich frag nicht weiter. Wir wollten... Wen wollte ich eigentlich? Zur Schule. Wo ist meine... Schule. Ja, die ist noch aktiv, die Quest. Hey, Claudia. Ja, ich bin jetzt auf dem... Hi, Claudia. Hey, Claudia. Tauche unter Gegner hindurch. Okay, das kriegt man. Ist okay, wenn ich ihn einreiße? Eins. Ziel im Gehirn. Zwei. Das mache ich ja sowieso ständig. Danke. Ich muss noch einmal durchtauchen. Drei. Nackenschelle hier. Au. Das sag einmal. Geh weg jetzt. Schubst dich vom Dach. Du auch. Netter Flieger. Wäre doch schade, wenn ihm was passiert. Tschüss. Gut, dass ich mir um meine Tarnung keine Sorgen machen muss. Es gibt Aufgaben, die sind halt echt einfach. Und es gibt Aufgaben, die sind doof. Weil man das halt nicht so oft macht. Wo ist denn meine Schule, sag einmal? Ist hier drüben? Ich sehe meine Mission auf der Karte nicht. Okay. Na dann. Ich glaube, die ist drüben auf der anderen Seite. Ja, ist sie. Okay. Dann rein in den Windkanal. Nein, falsche Richtung, Miles. Ach Gott, Miles. Ich möchte in diese Richtung, Miles. Da, hoch, hoch, hoch. Ja, perfekt. Danke. Ha. Gott, ey. So. Nur. Ein bisschen navigieren. Und abrücken.
Und einmal hier rein. Ein Stückchen hoch. So. Einmal hier rum. Und dann müssen wir wieder aussteigen. Mann, ein Balkon an dem Gebäude und ich bleib dran hängen. Oh Gott. Ah. Schaffen wir nicht bis rüber. So. Oh, da ist ein Prowler-Versteck. Das könnten wir doch gleich noch machen, oder? Hier muss es ein Prowler-Versteck geben. Seilwinde hoch. Ja, ich hab's ja schon gefunden. Ich muss das Ding hochkriegen. Ja, ich hab's doch schon. Alles gut. Achso. Da ist es. Okay. Okay. Vielleicht muss ich ihn woanders hinbewegen. Ja. Die Sache ist halt wie. Nee. Oh mein Gott. Ja, genau. Da wollte ich nämlich eigentlich. Ah, da gucken. So. Sehr gut. Das haben wir. Ach, guck, da ist tatsächlich noch ein zweiter Container dran. Immer her damit. Mhm. Was haben wir jetzt bekommen? Noch einer weniger. Okay, eine Erinnerung haben wir bekommen. Nee. Okay, wir haben eine... Oh! Ja, mein Lieblingsanzug! Her damit! Ich liebe diesen Anzug. Wer Miles Morales bei mir geguckt hat, weiß, ich liebe diesen Anzug. Hey, hab ich denn noch was Neues? Den Anzug mag ich bei ihm auch. Ich warte auf einen anderen Anzug bei Peter. Ich bin mal gespannt, ob der kommt. Gucken wir mal. Ziehen den an. Gut, mal ein bisschen erhöhten Schaden. Okay, Schaden Gegner in der Luft ist erhöht. Erfolgreiches Parieren eines gegnerischen Angriffs lädt deine Fähigkeiten teilweise wieder auf. Oder Schaden gegen Gegner in der Luft ist erhöht. Ich pariere nicht so oft. Ich nehme das. Okay. Hier noch dieses Fokus-Ding. Fügt einen zusätzlichen Fokusbalken hinzu. Das machen wir auf jeden Fall. Das können wir noch nicht machen. Okay, jetzt haben wir schon wieder keine Technikteile mehr. Egal. Ich
habe meinen Lieblingsanzug. Jetzt bin ich happy. Oh mein Gott! Damals wieder mit dem Scheißkram. Für einen Hinterhalt müsst ihr euch cleverer anstellen, ja? Oh Gott. Hui! So, kann wieder auf Gegner schmeißen. Onkel Aaron hatte recht. Die Jäger wollten seine Technik haben. Okay. Cool, gut, dass wir hier waren. Aber jetzt ist mal das, was wir eigentlich machen wollten, zu Brooklyn Visions. Mein Gott, ich hab leicht die Orientierung verloren. Warte, wo muss ich hin? Wo ist meine Quest? Da hinten. Cool, ich habe jetzt hier Schnellreise in Little Odessa. Alles in Ordnung, Junge? Es gab ein paar unbefugte Zugriffsversuche auf meinen Vorrat im Versandhof. Ich bin Cravens Jägern begegnet. Sie wollten tatsächlich deine Technik. Moment, ich melde mich gleich. Was ist jetzt wieder? Wo wollen Sie hin? Es wird noch jemand verletzt. Mann. Mann. Ich krieg ja, also manchmal dreht er sich halt einfach in eine andere Richtung und ich weiß noch nicht, woran das liegt. Gerade wenn ich fliege. Oh Gott, ey. Redet ihr mit mir? Sorry, aber ihr müsst langsamer machen. Mein Gott. Diese Autodinger fand ich schon beim ersten Mal anstrengend. Das wird jetzt hier gerade nicht besser. Jetzt haben wir dich. Weg mit dir. Stopp. Alles in Ordnung, Junge? Es gab ein paar unbefugte Zugriffsversuche auf meinen Vorrat im Versandhof. Ich bin Cravens Jägern begegnet. Sie wollten tatsächlich deine Technik. Sie müssen echt gut sein, wenn sie es gefunden haben. Nicht mal dein Vater hat's geschafft. Dad? Es war der erste Showdown zwischen Officer Jefferson Davis und dem Prowler. Ich musste stundenlang im Frachtcontainer warten, nur um ihn abzuhängen. Ich wünschte fast, er hätte mich damals dort erwischt. Ich wollte nie, dass er da reingerät. Naja, ich bin froh, dass du da jetzt raus bist. Pass auf dich auf, Onkel. Du auch, Mann. Mach ich. Wieso habe ich das Gefühl, dass das mit Onkel Aaron noch nicht durch ist, das Thema mit dem Prowler? Ich weiß, ich habe meinen Rucksack hier irgendwo vergessen. Da, guck mal. Okay. Ganz unauffällig, Miles. Ganz unauffällig. Hey Miles, was geht? Hey, schön dich zu sehen. Mann, ich kann nicht glauben, dass Mr. Atlas hier in der BV sein wird. Vielleicht bekomme ich dann eins dieser Stipendien, wenn er meinen Sound mag. Ich finde es cool, dass wir auch mit Peter und Miles diesmal ein bisschen Mission wieder haben. Das war daneben.
Miles, schön, dass Sie hier sind. Oh, hallo, Mr. Sinclair. Ah, ich liebe es, so viel Innovation an einem Ort zu sehen. Oh, haben Sie das mit der Chemie-AG gehört? Sie springen ein, während Miss Ferguson die Demo für die neue Robotikdrohne vorbereitet. Sie ist spät dran. Das ist dann auf der Hauptbühne. Oh ja, ich versuche da zu sein. Viel Spaß noch. Danke, man sieht sich. Hier, Sie springen ein. Jetzt hier einspringen, oder was? Neue Fortpflanzungstechnologien erwarten uns. Alles dazu in dieser Broschüre. Wir haben alle Infos zur Schwangerschaftsverhütung. Bitte sprecht mit euren Eltern und eurem Hausarzt. Mhm. Sie helfen euch, das Richtige zu finden. Ja. Die sind gratis. Sicherheit geht vor. Danke. Ja, da muss ich nehmen. Drücken. Ich will mich noch ein bisschen umgucken. Ich will nicht gleich ins... Okay. Da ist nichts drin in dem Zelt. Komme gleich, Genki. Hey! Wenn das nicht Morales der Musikcrack ist. Alles klar, Delisa? Du bist hier, um den Unidozenten Mr. Atlas zu sehen? Ganz genau. Schöne Astronomiestadt. Danke. Schau später mal vorbei. Ich habe ein 3D-Modell des Saturn gemacht. Machen wir. Aber sieh mal. Es ist Kuchen. Ich heb dir ein Stück auf. Danke. Wo ist der Kuchen? Ich sehe keinen Kuchen. Oh, jetzt ein Hotdog oder Popcorn? Oh, ich werde da die Kekse oder die Brezel nehmen. Sowas geht immer. Was gibt's hier? Wasser. Water. Ah, Wasserfiltration. Okay. Hey. Puh, da bist du ja. Ich will mit ihm sprechen über das Computer-Physikprogramm. Die Vermisstenmeldung ging vor einer halben Stunde ein. Was ist passiert? Das ist alles. Wir wissen es nicht. Sie wollte was aus ihrem Auto holen und dann, puff, dann war sie verschwunden. Was ich gehört habe, war vermisst und Meldung. Ich würde sagen, ja. Geh schon. Wir halten den Platz frei. Die Direktorin einholen. Okay. Ich kann nicht mehr rausfinden. Okay. Sorry, ich habe gerade mal schnell auf mein Handy geguckt. Wo sind die jetzt hin? Welche Richtung sind die jetzt gelaufen? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ist in die Richtung? Nee. Wie ist denn die Richtung? Ich kann nicht weg, bis ich weiß, was mit der vermissten Person ist. Ja, doch in die andere Richtung. Vielleicht hat sich die Person verlaufen oder ist verwirrt. Oder wurde entführt. Ich muss mehr rausfinden. Hä? Nicht blöd? Ah. Okay. Dort. Haben Sie persönliche Sachen von ihr? Ja. Sie hat ihr Handy dagelassen. Ist es entsperrt? Haben Sie eingehende Nachrichten oder sowas gesehen? Na bitte. Nur ein paar Mitteilungen vom Fitness-Tracker. Er zählt ihre Schritte, wo auch immer sie ist. Die Schüler hängen sehr an Miss Ferguson. Ich hoffe, sie ist okay. Bitte finden Sie sie. Wir tun unser Bestes. Miss Ferguson wird vermisst? Oh Mann. Sie trägt offenbar noch ihren Fitness-Tracker. Vielleicht kann ich das Signal finden. Okay. Mal sehen, wo dieser Fitness-Tracker ist. Letzter bekannter Standort, Dawson Harbor. Na gut. Dann gehen wir mal unsere Lehrerin suchen. Das Problem ist, das war's dann wahrscheinlich mit dem Stipendiumstypen, oder? Text-to-Speech-Anruf mit Hayley Cooper wird gestartet. Miles, Mr. Atlas ist da. Ja. Wann kommst du? War klar. Oh Mann, ich muss erst Miss Ferguson finden. Ich beeil mich. Er verteilt gerade Bewerbungsformulare für Stipendien. Mann! Kannst du mir eine besorgen?
Nein, noch besser. Habe dir einen Link geschickt. Okay. Danke. Gute Hayley. Viel Glück und beeil dich. Heyo, Miles. Was geht's, Genki? Kann das warten? Nicht wirklich. Mr. Atlas ist hier. Ich habe ihm gesagt, dass du wegen was Ehrenamtlichem nicht hier sein kannst. Also will er mit dir telefonieren. Passt es gerade? Okay. Danke, Genki. Aber es passt gerade echt nicht. Hier ist er, Mr. Atlas. Ich weiß, Sie müssen Ihren Flug kriegen. Genki! Hi, Miles? Hi. Ja. Hallo? Sie flüstern. Passt es gerade nicht? Nein. Ich mach's passen. So bin ich. Super. Ich höre, Sie interessieren sich für unser Musiktechnologieprogramm. Erzählen Sie mir doch von sich. Was haben Sie für Hobbys? Hobbys? Ich hab gern Musik produziert. Aber es ist schwer, Zeit dafür zu finden. Genki hat mir ihre Samples gezeigt. Sehr beeindruckend, besonders die mit dem Titel Schwingen. Was hat Sie dazu inspiriert? Ja. Ich habe über Schwingungen von Schallwellen nachgedacht. Da hat sich das ergeben. Interessant. Und können Sie mir sagen, was Ihnen besonders wichtig ist im Leben? Für Leute da zu sein, wenn sie mich brauchen? Zuverlässig sein. Vertrauenswürdig. Jemand, auf den Verlass ist. Sehr interessant. Und abschließend, warum glauben Sie, dass Sie gut zu unserer Schule passen? Ich gebe nicht auf. Und ich will das Richtige tun. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Faszinierend. Tja, Miles, danke für Ihre Zeit. Ich glaube, ich habe alles. Danke. Brauchen Sie meine E-Mail-Adresse, falls Sie sich melden wollen? Das hätte besser laufen können. Yep. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig zurück und kann Mr. Atlas persönlich treffen. Ein paar Dinge klären. Das glaube ich nicht. Ich komme an den da nicht ran. Die aus dem Verkehr. Mal sehen, wohin das Signal führt. Da ist sie. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Ich hab dich. Bist du okay? Mir geht's gut. Aber woher wissen die Leute, dass ich für Rand gearbeitet habe? Das finden wir raus, wenn die Geiselsituation vorbei ist. Versteck dich. Ich werde die übernehmen. Er sagt zu seiner Lehrerin, versteck dich. Okay. Nee, falsche Seite. Okay, ich muss... Ich muss mit diesem Links-Rechts-Klicken echt noch zurechtkommen. Mir fehlt echt das Waffenrad. Das ist... Kommen noch welche? Ey, aua! Ich will mich jetzt echt überfahren. Was ist denn mit denen? Gibst du deine Operation? Oh Gott, großer. Wie soll ich das ignorieren? Mit ihrem blöden Waffen. Gehen mir auf den Sack mit ihren Waffen. Da-da-di. Au. Wartet mal. Ach,
Das ist wieder diese. Mein Gott. Machen wir den dann jetzt langsam mal. Ah, das war nett. Schick. So. Ich fasse es nicht. Du hast sie ganz allein erledigt? Ja. Das gehört eben zum Job. Wollen wir? Hast du etwa vor, mich zu tragen? Ja. Klar, ich trage öfters Leute. Easy, kein Problem. Ich bräuchte nur eine mündliche Bestätigung, dass du mich nicht verklagst, falls ich dich vollkotze. Ist hiermit bestätigt. Aber eine Vorwarnung wäre nett. Oh Gott. Wir hängen uns unsere Lehrerin einfach mal so random über die Schulter und schwimmt der durch den Busch. Klar, easy, kein Problem. Dank Spider-Man ist unsere geschätzte Lehrerin Miss Ferguson wieder wohlbehalten bei uns. Zum Zeichen unseres Dankes ist es mir eine Ehre, Spider-Man zum offiziellen Helden von Brooklyn Visions zu erklären. Du bist hier immer willkommen, Spider-Man. Danke. Danke. Und jetzt zurück zum Quad. Wir müssen hier einen Roboter vorführen. Tschüss. Nicht viel Zeit. Hi, Miles. Ich weiß dein Interview-Engagement zu schätzen, aber ich habe gemerkt, dass du mit Wichtigerem beschäftigt warst. Mr. Sinclair hat ein gutes Wort für dich eingelegt, Direktorin Evans auch. Also machen wir es richtig und treffen uns auf dem Campus. Diese Woche. Hoffentlich verkacken wir es nicht, ey. Auf dem BV-Campus gab es ein paar App-Anfragen. Wollte nur Bescheid geben. Na dann. Sind wir einmal hier, dann können wir uns jetzt um die App anfragen. Spider-Man, kannst du uns helfen? Was passiert? Alles okay? Lance, er wurde entführt. Bei Midtown. Schon wieder eine Entführung. Habt ihr morgen nicht ein wichtiges Spiel gegen die? Entschuldigt, das war mein Stuhl. Darum geht es ja. Hier in der Notiz ist es erklärt. Wenn du das liest, bist du wahrscheinlich ein Möchtegern-Wissenschaftler von der BV. Aber du musst etwas Forschung auf Midtown-Niveau betreiben, um unser Rätsel lösen und Lance zurückzubekommen. Aber keine Sorge, falls du es nicht schaffst, werden wir ihn richtig schön herausputzen. Viel Glück. Hier ist der erste Hinweis. Das Boot segelt hinfort. Doch solltest du steuern, löst du unser Rätsel manipuliert. Viel Glück, RJ. Ich glaube, die Notiz führt zum Stuart-Gebäude. Aber wir kommen nicht aufs Dach. Verstehst du nun das Problem? Ja, ich sehe mich um. Ach, dieser RJ. Ich hätte ihm nicht die Tür aufhalten sollen. Halt! Das Stuart-Gebäude? Warum haben die Midtown-Jungs Lance dorthin gebracht? Hast du ihn schon gefunden? Noch nicht. Aber ich muss was wissen. Wieso das Stuart-Gebäude? Ein BV-Schüler hat letztes Jahr einen Robotikwettbewerb gegen Midtown gewonnen. Midtown hat verloren. Klingt, als wäre Midtown nicht sehr glücklich darüber. Sobald wir Lance haben, werden sie sich noch mehr ärgern. RJ hat wohl noch eine Nachricht hinterlassen. Okay, ich will nicht durch diesen Strahl jetzt hopsen. Okay. Wenn ich Lance finden will, muss ich irgendwie das UV-Licht auf das Wandbild richten. Hä? Vielleicht kann ich diese Strahlen neu ausrichten. Ja, aber wie? Ja? Ah, der Spiegel. Komm mal her. Hup. So. Die alte Kiste hat sicher nichts dagegen, wenn ich ihr einen kleinen Schubser gebe. Okay.
Gott. Moment. Dahin. Was? Versteckte Nachricht. Wusste ich's doch. Wir schwarzen Künstler stehen geeint. Der nächste Hinweis bei Eleband erscheint. Ha. Schwarze Künstler. Haley ist die Kunstexpertin. Ich ruf sie an. Mach das mal. Ich habe gehört, dass du nach Lance suchst. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Midtown macht es uns nicht leicht. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich schick dir ein Bild. Schwarze Künstler. Gleichgesinnte. Hm. Es gibt viele solcher Wandbilder an der Ecke Rodney und Dritte. Aber keine Ahnung, was Eleband bedeutet. Danke, Haley. Ich schulde dir was. Ein Danke reicht mir. Aber Kaffee geht immer. Jederzeit. Wie süß. Ja, hier sind wir richtig. Viele Wandbilder hier. Auf allem muss eine versteckte Botschaft sein. Wie sieht's aus? Ich hab Lance bald. Glaube ich. Midtown hat überall in der Stadt Botschaften auf Wandbildern versteckt. Ich suche gerade bei der Ecke Rodney und Dritte nach dem nächsten Hinweis. Bei Anders Alibans Gemälde? Tja, ergibt Sinn. Alibans? Midtown erwähnte ihn in einem Hinweis. Wer ist das? Das Kunstwunderkind der Brooklyn Visions, das jetzt am Musée de la Vie in Paris forscht? Vielleicht sind sie neidisch, weil sie keinen so tollen Absolventen haben. Ach, Mann. Schieberätsel, wer liebt sie nicht in Spielen? Okay. Einmal rum. Das erinnert mich an die Grüfte von Düsmendel. Hatten wir auch so viele Schieberätsel. Wo du mit Lichtstrahlen alles so um die Ecke machen musstest. Okay. Die Konkurrenz ist groß. Eure Chancen verrinnen. Die Besten der Region werden bald gewinnen. Hey, Haley. Ich hab dir noch ein Bild mit einem Hinweis geschickt. Hm. Das Größte in der Gegend. Wenn das wieder ein Wandbild ist, dann probier North Williamsburg. Hatten Bivier und Mitta und dann nicht letzte Woche ein Schachspiel? Ja, bei den Regionals. Endete unentschieden. Aha! Das erklärt, warum Midtown so verbittert ist. Ich seh's mir an. Ja, hier ist es. Zwei Bilder diesmal? Mann! Midtown will echt nicht, dass wir Lance finden. Zum Glück hat die Brooklyn Vision Spider-Man auf ihrer Seite. Okay. Das... Das geht nach da. Mann! Wo kriegen Sie nur dieses Equipment her? Dieses Setup ist beeindruckend. Also, übertrieben beeindruckend. Wir machen jetzt mal blau. Also ich versuche jetzt mal blau zu machen. Wie hatten Sie überhaupt genug Zeit, alles aufzubauen? Den hier müssen wir machen. Main. Okay. Wie in Main Street? Auf der Main Street gibt's hunderte Häuser. Ich brauche mehr Details. Moment. Warum leuchtet nur eine? Da muss noch etwas fehlen. Naja. Brauchen noch Rot. Naja, wenn ich Zeit habe, Spider-Man zu sein. Rote und blaue Flaggen? Gibt es zwei Bahnen? So. Ja, ja, es gibt zwei Bahnen. Rot und blau. Es gibt also zwei Bahnen? Eins muss ich mir tauen lassen. Sie haben sich echt Mühe gegeben. So.
Rot. Rüber, nüber. Okay. 1121. Das muss die Hausnummer sein. Endlich. Okay, was steht da? 1121 Main Street. Da verstecken sie sicher Lance. Okay. Hey, Miles. Sag was dazu. Ich glaube, ich hab Lance. 1121 Main Street. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Wir machen jetzt die Aufgaben noch fertig. Ich weiß, wir sind schon wieder Lance? Über der Zeit. Okay. Bist du hier, Kumpel? Vielleicht ist er hier drin. Hallo? Lance der Löwe. Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Einer von euch muss RJ sein. Spider-Man? Das ist unfair. Brooklyn Visions hat geschummelt. Wow, Spider-Man? Evie hat's wohl nicht allein geschafft. Hat echt Spaß gemacht, Leute. Aber jetzt muss ich ihn nach Hause bringen. Los. Wo muss ich hin? Kann ich mit denen eigentlich auch gleiten? Nee, kann ich bin nicht. Bin unterwegs. Ah. Und ich bringe einen flauschigen Freund mit. Lance, du hast ihn. Geht's ihm gut? Ist er verletzt? Er sieht putzmunter aus. Sie hatten ihn in einer Garage. Er war ziemlich staubig. Er braucht vielleicht ein Bad. Komm schnell zurück. Wir warten auf ihn. Hui. Bin unterwegs. Apropos Bad, mir fällt gerade ein, ich wollte meinen Hund heute noch baden. Ah ja, ich wollte ihn nicht mehr so lang machen. Hui! Spider-Man hat ihn zurückgeholt. Ihr habt euren Lance. Oh, Lance ist zurück. Lance! Yay! Super, Spider-Man! Danke, dass du Lance zurückgebracht hast. Und rechtzeitig zum Spiel. Yay! So. Da haben wir doch noch den Lance gerettet in dieser Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch, wie immer, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!